Hallo von der Bild Air 2017 in Hannover. Neben mir ist Peter Eikens von Belgien. Was war Ihre Motivation, hierher zu kommen? Ja, ich glaube, dass es halt die vierte Mal ist, dass ich hier nach Deutschland komme für die Konferenz. Wir können hier viele Personen sehen, die auch gute Ideen haben, andere Ideen dann in Belgien, neue Ideen vielleicht. So, wir können etwas lernen. Auch bei Proclima ist es möglich, dass sie neue Produkte haben. Ich soll schauen und sehen, was da ist. Und vielleicht sind da gute Dinge mit, dass wir auch in Belgien brauchen können. Was ist anders an der Luftdichtung in Belgien im Vergleich zu Deutschland, können Sie da sagen? Also ist Luftdichtung, haben wir heute gelernt im Vortrag, es gibt seit 40 Jahren, 50 Jahren gibt es Luftdichtung, aber auch in Deutschland ist es noch nicht bei jedem angekommen. Ist das auch so in Belgien? Ja, da, vielleicht ja, aber in Belgien haben wir drei Regionen und jede Region hat ihre eigene Reglementation. Und so in jeder Region müssen sie anders arbeiten, um an die Reglementation zu kommen. Und wir haben natürlich in Belgien, wie in Deutschland, ein Teil von den Inwohnern, der weiß, was Luftdichtheit ist, aber einen großen Teil von den Inwohnern und auch die Architekten und Ingenieurs und Studiebüros weiß nicht immer, was das meint und was sie machen müssen, um eine gute Luftdichtheit zu bekommen. Und hier versucht auch ISOPOC aufzuklären und auch Seminare zu geben. Ja, wir geben selbst mit ISOPROC selbst geben wir auch Seminare, geben wir auch Seminars an Leute, sodass sie wissen, was die Luftdichtheit ist, belangreich ist. Was sie machen müssen, um eine gute Luftdichtheit zu bekommen. Okay, dann vielen Dank, viel Spaß noch auf der Bild, ja? Ja, danke schön. Und weitere Interviews und Geschichten von der Bild Air lesen Sie und hören Sie auch in unserem ProClima-Blog.